Liebe LudwigshafnerInnen, liebe FreundInnen unserer Stadt Ludwigshafen, ich begrüße Sie alle im 170. Geburtsjahr unserer Stadt und wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gesundes, glückliches, gesegnetes Jahr 2023. Ich stehe hier im Wilhelm-Hack-Museum und einen Besuch möchte ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Entdecken Sie aktuell die Ausstellung Street Life, die Straße in der Kunst. Leider kann ich Sie auch in diesem Jahr nicht persönlich begrüßen, nicht persönlich mit Ihnen Gespräche führen oder einfach nur bei einem Glas Sekt anstoßen. In den zurückliegenden 2 Jahren musste der Neujahrsempfang wegen der Corona-Pandemie ausfallen und in diesem Jahr fällt der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen dem Sparzwang zum Opfer. Sie wissen sicherlich, dass die Aufsichtsdirektion den Haushalt der Stadt für das Jahr 2023 gerügt hat. Wir als Verwaltung machen im Moment Nacharbeiten und wir werden dem Stadtrat Ende Januar 2023 einen geänderten Haushaltsvorschlag mit zahlreichen Kürzungen vorlegen müssen, um eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten. Das tut mir leid, aber ich freue mich auch heute schon drauf und hoffe sehr, Sie im nächsten Jahr zum Neujahrsempfang wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Wenn ich an das vergangene Jahr denke, dann habe ich mir, wie Sie sicher auch, vieles anders vorgestellt. Ich hatte gehofft, dass nach 2 Jahren Pandemie und vielen Einschränkungen das Schlimmste endlich vorüber ist und wir wieder aufatmen können und zurück zu einer neuen Normalität kommen können. Niemals hätte ich gedacht, was für schwierige Zeiten auf uns zukommen und was für eine grausame und unfassbare Tat unsere Stadt erschüttern würde. Heute, knapp 3 Monate nach den schrecklichen Ereignissen in Oggersheim, sind meine Gedanken immer noch bei den Familien von Sascha und Jonas und auch bei Marcel, der den Angriff überlebt hat. Für sie wird nichts mehr sein, wie es war. Doch sie durften auch erleben, wie groß die Anteilnahme und die Solidarität in der Stadtgesellschaft ist. Wie wichtig und wertvoll Solidarität ist, erleben wir außerdem, wenn wir an die anderen furchtbaren Ereignisse in der Welt denken. Jeder Mensch, der am 24. Februar aufgewacht ist und die Bilder der Raketenanschläge in Kiew und von Panzerkolonnen auf ukrainischen Straßen gesehen hat, wusste, an diesem Morgen war die Welt eine andere geworden. Nachdem uns die Corona-Pandemie so viel abverlangt hat, stellt uns der Krieg gegen die Ukraine erneut vor massive Herausforderungen. Innerhalb kürzester Zeit haben wir als Stadt gemeinsam mit dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr und der Feuerwehr einen Hilfstransport auf die Beine gestellt, haben Menschen, die zu uns geflohen sind, aufgenommen und die Stadtgesellschaft hat Spenden für Frauen, Kinder und Familien gesammelt. Auch in Zukunft werden wir uns weiter engagieren. Deshalb haben wir vor kurzem im Stadtrat eine Partnerschaft mit der Stadt Spahel beschlossen. Wir bauen hier auf bestehende Strukturen und Kontakte auf, die die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar bereits in diese Stadt hat. Und ich danke hier vor allem Valentina Sobetska, die diese Partnerschaft mit ihrem unermüdlichen Engagement stärkt. Liebe ZuhörerInnen, Zusammenhalt ist aktuell wichtiger denn je. Mit dem Krieg kam die Energiekrise, die jede und jeden Einzelnen von uns vor große Herausforderungen stellt. Die Strom- und Gaspreise steigen, Lebensmittel werden teurer, Rohstoffe werden knapp. Viele Menschen haben Sorge, dass das Geld nicht reicht oder dass sie im Kalten sitzen müssen. Wir haben als Stadtverwaltung frühzeitig vorgesorgt, wir haben geplant, wir haben Krisen vorbereitet und wir haben Vorsorgen für verschiedene Szenarien getroffen. Und damit möchte ich auch meinen Dank an die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und unserer Tochtergesellschaften aussprechen. Das
war und wird keine einfache Zeit und wir brauchen Ihr Engagement weit über Ihre normale Arbeit, die Sie ja eh schon haben, hinaus. Viele arbeiten seit 3 Jahren nun im Krisenmodus, die unseren Arbeitsalltag schwer bestimmt. Aber gerade in Zeiten von Krisen zeigt sich, wie wichtig die Verwaltung und der öffentliche Dienst sind. Meinen herzlichen Dank dafür. Danke sagen möchte ich aber auch unserer Blaulichtfamilie, die zuletzt während der Silvesternacht stark gefordert wurde. Hier müssen wir neu denken, wie Silvester in Zukunft gefeiert werden soll. Die Männer und Frauen, die sich trotz aller Gefahr für unsere Sicherheit einsetzen, denen gebührt unser Respekt. Diesen Respekt für unsere Sicherheits- und Rettungskräfte erhoffe ich mir, nein, fordere ich auch ein von allen BürgerInnen. Zur Bilanz des vergangenen Jahres gehört auch die Eröffnung von 3 Kindertagesstätten in Ludwigshafen, in Oppau, in Oggersheim und in Mitte mit Platz für insgesamt 435 Kindern. Im Frühjahr eröffnet eine weitere im Stadtteil Süd. Aber es bleibt noch zu viel zu tun. Mir ist bewusst, die Wartelisten sind lang. Doch ich versichere Ihnen, die Stadt arbeitet mit enormer Kraftanstrengung daran, den Ausbau der Kindertagesstätten schnell voranzutreiben und auch daran, mehr Erzieherinnen und Erzieher einzustellen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist letztendlich auch ein Standortfaktor im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte. Gleiches gilt für den Wohnungsmarkt. Seit ich Oberbürgermeisterin bin, setze ich mich für mehr Wohnraum in Ludwigshafen ein. Seit 2018 wurden rund 1.700 Wohnungen gebaut und rund 650 modernisiert. Ebenso wichtig für die Menschen einer Stadt ist die medizinische Versorgung. Daher bin ich froh, dass das neue Ärztehaus in der Gartenstadt eingeweiht wurde und dass weitere 2 Ärztehäuser in Oppau und in Rheingönheim auf den Weg gebracht wurden. In den nächsten Monaten wird zudem das Medical Center der BASF fertiggestellt. Das soll auch für alle BürgerInnen der Stadt Ludwigshafen offen sein. Neues wird geschaffen und das Stadtbild verändert sich. Das schließt auch unsere Veranstaltungslandschaft mit ein. Aus dem ehemaligen Parkfest im Ebertpark wurde das Pfalzfest mit einem neuen, großen, bunten Programm und großen Fahrattraktionen. Auch unser Weihnachtsmarkt hat sich in einem ganz neuen Gewand präsentiert. Als neues Format und Ersatzveranstaltung für das große Stadtfest hatten wir im vergangenen Jahr das Rheinuferfest hinzubekommen und ich freue mich schon auf die Fortsetzung in diesem Jahr. Und auch das Walzmühl-Center und das Gebäude der ehemaligen Deutschen Bank in der Ludwigstraße werden endlich angegangen. Es wird Umstrukturierungen geben durch die privaten Eigentümer. Und vor kurzem sind dann jetzt auch die Pfalzwerke in das ehemalige C&A-Gebäude umgezogen und um die Ecke an der Heinigstraße beginnt auch jetzt bald der Bau des neuen Polizeipräsidiums. Wie es mit dem geplanten Metropolhochhaus weitergehen wird, das liegt nicht in den Händen der Stadt, sondern immer noch in den Händen des Insolvenzverwalters. Aber Sie können sich sicher sein, die Stadt wird, wenn feststeht, wer das Areal gekauft hat, dann Einfluss geltend machen, dass das, was dort gebaut wird, im Interesse für eine gute Entwicklung für die Innenstadt sein wird. Alle genannten Einzelprojekte haben Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Innenstadt sowie die vorhandenen und zukünftigen Nutzungen. Wir begreifen diesen Prozess als Chance und sehen darin das Potenzial einer konzeptionellen Neupositionierung der City mit vertiefendem Blick auf
Handel, Gastronomie und Gewerbe sowie Aufenthaltsqualität und Erlebniskultur. Gerade das Thema Aufenthaltsqualität ist besonders wichtig. Der Fokus liegt auf Begrünungsmaßnahmen und der Umgestaltung der öffentlichen Plätze. Verbunden mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung kann so die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für AnwohnerInnen und für BesucherInnen deutlich gesteigert werden. Parallel dazu arbeiten wir an einer Innenstadtvision, einer Aufgabe, der wir uns mindestens bis zum 200. Geburtstag unserer Stadt verschreiben. Ein so langfristig angelegtes Projekt ist mutig. Doch diesen Mut brauchen wir, um die Innenstadt nicht nur für uns zu gestalten, sondern auch für zukünftige Generationen. Kernstücke der Vision sind vier große Orte. Das sind der Berliner Platz als die Drehscheibe der City oder auch das Foyer der Innenstadt, wo wir ja bereits farbenfrohe Sitzmöbel installiert haben. Als nächstes haben wir die Ludwigstraße als Allee, der wir Boulevardpotenzial zuschreiben, und den Ludwigsplatz, der zum Spielraum jeglicher Aktivitäten werden soll. Als vierter Platz kommt das Rheinufer hinzu. Das hat sich ja bereits in den letzten Jahren stark entwickelt und im Stadtleben eine immer präsentere Rolle wahrgenommen. Doch auch in unseren Stadtteilen wird an der Zukunft gearbeitet. Beispielsweise im Rahmen des Modellvorhabens Stadtdörfer in Oppau und Edigheim. Und wir untersuchen auch in allen Stadtteilen die Nahversorgungssituation, um hier zu sehen, wie wir da auch Lücken schließen können für die Zukunft. Eine nach wie vor starke Rolle spielt in Ludwigshafen außerdem die Friedrich-Ebert-Halle, über deren Sanierung und Zukunft der Stadtrat in diesem Jahr entscheiden wird. Das Thema Veränderung zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Stadt und macht natürlich auch nicht vor der Stadtverwaltung Halt. Es gilt viel stärker als früher, Strukturen und Art der Aufgabenerbringung zu hinterfragen, um Spar- und Effizienzpotenziale zu heben. Außerdem haben wir für die Stadtverwaltung das Projekt Arbeitsplatz der Zukunft gestartet. Unser Ziel ist eine Stadtverwaltung, die die Herausforderungen von heute und morgen bewältigt, nachhaltig und ressourcenschonend. Die moderne Verwaltung ist zugewandt und offen und stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Dafür setzen wir konsequent auf die Möglichkeiten der Digitalisierung, leben und fördern Diversität, lernen ständig dazu, erweitern die Kompetenz unserer Mitarbeitenden, setzen innovative Steuerungs- und Personalentwicklungsmodelle aufs Gleis und haben nicht zuletzt ressourcenschonende Raumkonzepte entwickelt, die wir Zug um Zug umsetzen werden. Auch vor dem Hintergrund eines neuen Rathauses, über dessen Standort und Aussehen der Stadtrat in der kommenden Zeit entscheiden werden muss. Ich bin stolz, dass wir mit dem Arbeitsplatz der Zukunft zu den stolzen Preisträgern des E-Government-Wettbewerbs 2022 gehören. Ansporn ist für mich auch, Ludwigshafen als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken. Angesichts der Klimakrise und mit Blick auf die Fragen von Ressourcenknappheit, Demografie und Digitalisierung brauchen wir eine neue und nachhaltige Industriepolitik. Wir stehen vor globalen Herausforderungen, die wir hier vor Ort meistern müssen. Die Industrie und unser Wohlstand sind eng miteinander verbunden. Das wissen wir in Ludwigshafen sehr genau. Darauf sind wir stolz. Wo sich was verändert, entsteht auch Platz für Neues. Ludwigshafen stand und steht für immense Innovationskraft und Erfindungsgeist. Darin liegt unsere Stärke, um uns auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu konzentrieren. Daher unterstütze ich vehement die innovativen Unternehmen unserer Stadt und werbe zugleich unermüdlich für den Standort Ludwigshafen. Dass wir damit überzeugen können, zeigt beispielsweise die Firma Trinamics GmbH aus Ludwigshafen. Zukünftig werden viele BesitzerInnen von Handys weltweit
von einer Gesichtsauthentifizierung profitieren können, die von Trinamics entwickelt wurde. Oder die Firma Kübler mit ihren vielfach ausgezeichneten innovativen Technologien für den Klimaschutz. Unternehmensbesuche, bei den Großen wie bei den Kleinen, sind für mich ein wichtiges Instrument der unmittelbaren Kommunikation, dem Ausdruck von Wertschätzung. Es hilft mir aber auch, zu erfahren, wo die Unternehmen Unterstützung seitens der Stadt, seitens der Politik braucht. Deshalb engagiere ich mich auch immer sehr persönlich, wenn es um die Belange unserer Unternehmen geht, wie unlängst bei der Firma Lipoid im Rahmen des einheitlichen Regionalplans. Ich sehe es als meine Aufgabe an, Innovationen zu fördern, neuen Technologien Raum zu geben, den Scheinwerfer der Öffentlichkeit auf die sogenannten Hidden Champions zu richten und zugleich Stärke und im besten Sinn Tradition dieses Standorts zu pflegen. Made in Germany, Made in Ludwigshafen ist eine Marke, ein Wert und ein Qualitätsversprechen. Zu guten Arbeitsplätzen und erfolgreichen Unternehmen gehört auch eine gute Infrastruktur. Dafür ist die Fertigstellung der Hochstraßenprojekte von großer Bedeutung für die Stadt und die Region. Der Lückenschluss an der Hochstraße Süd wird jetzt konkret. Auch wenn die Finanzierungsfragen mit Bund und Land noch nicht abschließend verhandelt sind, geht es jetzt los, denn unser Zeitplan ist ehrgeizig. Bis Mitte 2025 soll die Modernisierung der Weißen Hochstraße abgeschlossen sein, der Ersatzneubau der ehemaligen Pilzhochstraße bis Ende 2025. Das ist wichtig für die vielen PendlerInnen, sowie die Wirtschaft, den Handel, die Industrie, einfach für die gesamte Region, für alle Menschen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir mit dem Abriss der Hochstraße Nord beginnen können. Denn wir wissen um die Schäden am Bauwerk und investieren aktuell viel Zeit und Geld, damit sie im Interesse der ganzen Region bis zur Fertigstellung der Hochstraße Süd befahrbar bleibt. Ich möchte noch einmal mehr betonen, die Stadt Ludwigshafen unternimmt eine gewaltige Kraftanstrengung und Verantwortung für die ganze Region und das Land. Planerisch, finanziell, infrastrukturell. Das erwarte ich auch von anderen, die davon profitieren. Von Bund, Land, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Zur Mobilität gehört aber nicht nur der Bau von Brücken und Straßen, sondern auch die Frage, wie wir uns fortbewegen. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Anstrengungen für eine Verkehrswende unternommen und in nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten investiert. Der E-Carsharing-Anbieter Mobile führt beispielsweise mit der Firma Amperio gemeinsam ein groß angelegtes Projekt durch, die Stadt mit E-Ladestationen auszurüsten. 27 Standorte im gesamten Stadtgebiet werden nach und nach mit Ladeinfrastruktur ausgerüstet, sowohl für die Carsharing-Autos, aber auch zugänglich für alle E-Auto-Besitzer. Im Zentrum einer nachhaltigen Mobilitätspolitik steht aber auch ein umweltsensitives Verkehrsmanagement. Das sehen Sie jetzt durch die Anzeigetafeln an verschiedenen Orten in der Stadt. Mit unserem digitalen Verkehrsleitsystem können VerkehrsteilnehmerInnen ganz unabhängig davon, ob sie mit dem ÖPNV, dem Auto, dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, sich aktuell darüber informieren, wie schnell, sicher und ökologisch sinnvoll sie an ihr Ziel kommen. Mit der Inbetriebnahme von gleich 15 E-Bussen wurde Ludwigshafen im vergangenen Jahr auf einem Schlag unter die Top 10 der deutschen Städte mit dem dichtesten Netz katapultiert. Die Investition ergänzt unsere Bemühungen, die Stadt vom Autoverkehr zu entlasten. Bei der Wahl alternativer Verkehrsmittel wird derzeit eine Quote von 55-60% erreicht. Angepeilt wird ein Wert von 80%, wie zum Beispiel in der Stadt Wien. Für eine nachhaltige Verkehrswende haben wir noch eine Menge zu tun. Aber wir sind ehrgeizig, dass wir das auch schaffen. Im Zuge der Haushaltsdebatte sprechen wir viel über Generationengerechtigkeit. Zu Recht.
Ich bin der Überzeugung, dass das Kriterium Generationengerechtigkeit aber nicht nur ein finanzielles ist, sondern auch Aspekte von Ökologie, sozialem Zusammenhalt und Fairness umfasst. Das bedeutet für uns als Stadt, dass wir mit den spürbaren Folgen der Klimakrise anders umgehen müssen als bisher, damit wir als Stadtraum und Stadtgesellschaft resilienter werden. Wir brauchen konkret viel mehr Bäume und Grün für ein besseres Stadtklima. Wir müssen unseren Beitrag zu deutlich mehr Biodiversität und auch im städtischen Umfeld leisten. Wir müssen uns auf häufigere Starkregenereignisse und Hochwasser einstellen. Wir müssen noch viel mehr im Blick auf die Mobilitätswende tun. Wir müssen mutiger werden und wir brauchen dringend Ressourcen dafür. Wir haben im vergangenen Jahr etwa 400 Bäume gepflanzt. Wir starten mit einer Informations- und Beteiligungskampagne, die die Vorsorge in den Fokus nimmt, bei der wir gemeinsam mit Ihnen, den BürgerInnen, erörtern werden, wie wir uns noch besser gegen Starkregen und Hochwasser schützen können. Wir denken den Stadtraum neu, achten viel mehr als bisher auf die unterschiedlichen Anspruchsgruppen, nehmen die Perspektive von RadfahrerInnen und Fußgängern ein. Und wir denken nachhaltig, sei es bei Maßnahmen gegen Vermüllung und anderen Projekten. Dabei motiviert uns der Erfolg zusätzlich, dass wir 800. Fairtrade Town geworden sind. Die Krisen sowie den großen Transformationen dieser Zeit finden in allen Städten statt. Was anderswo entschieden wird, bekommt bei uns hier in der Stadt ein Gesicht, wird ein Schicksal, wird Chance oder Herausforderung. Was anderswo als abstrakte Verordnung verfasst wird, wird bei uns konkret, jeden Tag. Doch da nutzt kein Jammern. Wir müssen die Herausforderungen unserer Zeit annehmen, uns um die Sorgen der Menschen kümmern und die vielen wichtigen Zukunftsaufgaben mit ganzer Kraft angehen. Ich möchte, dass wir uns in 10 Jahren sagen können, wir haben als Gesellschaft zusammengehalten, haben die Schwächeren untergehakt und mitgenommen. Und in 15 Jahren möchte ich uns sagen hören, trotz all der Krisen haben wir sichergestellt, dass auch die nachfolgenden Generationen ein gutes Leben haben. Ich bin überzeugt, wenn wir zusammenhalten, wenn wir mutig sind, wenn wir ehrgeizig sind, dann wird es uns gelingen, in Ludwigshafen von morgen nachhaltig und lebenswert zu leben. Oder um es mit den Worten von Franz Kafka zu sagen, Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Gehen wir sie gemeinsam. Zu guter Letzt darf ich Sie noch einladen, wenn die BäckerInnung, vertreten durch Ulf und Sebastian Lanzett, der Stadt in guter Tradition die Neujahrsbrezel überreicht. In welcher Welt leben wir eigentlich? Diese Frage stellten sich die Menschen im letzten Jahr weltweit, natürlich auch in unserer Heimatstadt Ludwigshafen. Viele davon sind aufgerieben. Corona, Klima, Krieg und Krisen, Kosten für Energie und für Sicherheit und weiterhin viele Menschen, die bei uns Schutz suchen. Neben Lieferkettenproblemen reißen die Problemketten bei uns auch nicht ab. Aber wir haben im letzten Jahr nach den letzten Lockdowns viel mehr Bewegungsspielraum bekommen. Der heutige Ort Ihrer digitalen Neujahrsansprache, Frau Oberbürgermeisterin, das Wilhelm-Haag-Museum, vermittelt mit seiner Ausstellung Streetlife einen künstlerischen Eindruck des Urbanen im öffentlichen Raum. Wir sehen Bilder, die das Private mit einem Leben in der Stadt verbindet. Aber unsere Heimatstadt benötigt auch den freien, schönen und grünen Platz. Hier und jetzt erhalten wir sie. Frau Steinruck, wir möchten auch heute wieder einen bescheidenen Anker werfen, um mit der Neujahrsbrezel etwas Kontinuität in unsere Zeit zu bringen. Dieses Jahr steht das traditionelle Neujahrsgebäck im Zeichen von Wunsch und Hoffnung.
Der Krieg in der Ukraine ist eine fundamentale Veränderung der Sicherheit in Europa und in seinen Auswirkungen bringt er Erschütterung für die ganze Welt. Wir haben Respekt, Solidarität und Mitgefühl für das ukrainische Volk. Friede ist der Wunsch verbunden mit der Hoffnung auf Vernunft und der Vision, statt in den Krieg, in das Leben und Überleben zu investieren. Jeder Einzelne von uns trägt Verantwortung für ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt. Nicht spalten, sondern gegenseitiges Halten hilft uns weiter. Frau Oberbürgermeisterin, bei den enormen Aufgabenstellungen in Ludwigshafen sollten wir die Leichtigkeit des Seins nicht vergessen und möchten Ihnen eine kleine Freude bereiten. Unser Handwerk kämpft Tag für Tag, dass die Öfen in Deutschlands Bäckereien nicht ausgehen. Aus diesem Grund haben wir heute das immaterielle Weltkulturerbe Deutsches Brot mitgebracht, gebacken in Ludwigshafen. Dieses Brot hat angesichts der schwierigen Lage, die Schornsteinfegerin möge mir das wieder verzeihen, einen weiteren Glücksbringer, einen Feuerwehrmann. Es ist der weltberühmte Red Adair, ein Amerikaner, der früher an allen Krisenherden Brände löschte. Möge auch Ihnen, Frau Oberbürgermeister, dieser gebackene Doppelwumms Energie und Glück für Ihren Alltag bringen. Wir wünschen Ihnen und allen Bürgerinnen und Bürgern alles Gute im neuen Jahr und Visionen, die in Erfüllung gehen. Vielen herzlichen Dank. Ja, und zu guter Letzt will ich Danke sagen. Danke all jenen, die möglich gemacht haben, dass die heutige Neujahrsrede hier aus dem Wilhelm-Hack-Museum übertragen werden konnte. Herrn René Zeschlin, dem Leiter des Hack-Museums. Ich bedanke mich bei Frau Jessica Kovac, Schornsteinfegermeisterin, und bei den Herren Ulf und Sebastian Lanzett und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die große Unterstützung heute. Und Ihnen wünsche ich alles Gute für das Jahr 2023.